Schönen guten Tag. Ist die Menschheit wirklich endgültig verloren? Sind die Menschen ganz anders, als viele sie sich wünschen, als die demokratisch Aktiven? Volksentscheide durchdiskutieren wollenden Mitmacher? Vielleicht sind sie einfach nur Opfer, ohne Bewusstsein dessen, dass ihr Leben weg ist und ihnen lediglich noch dahin vegetieren übrig blieb. Sie glauben, das Dahinvegetieren sei Leben und sind total zufrieden, weil sie ja noch nie gelebt haben. Uns wird das Leben so früh, ab dem ersten Tag der Geburt, ausgetrieben. Ja, also dass wir ab dem ersten Tag der Geburt wird uns ausgetrieben, was Leben ist. Alles wird uns unterbunden, alle natürlichen Regungen werden unterdrückt. Und wir gewöhnen uns darin ran, dass dahin vegetieren Leben sei. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte draufklicken und schneller drehen, schneller hören, macht Freude. Ja, und das heißt, vielleicht kann es ein bisschen helfen, ein Bild des viel besseren Lebens durch Gemeinwohlwirtschaft auszumalen, wie es vielleicht kommen würde, wenn sie die Partei des Gemeinwohls massiv unterstützen würden. Und die dann groß werden würde. Es ist ja so, dass das, was der Weltrat in der simulierten Bundestagswahl geschafft hatte, nämlich 56% der Wählerstimmen zu bekommen, 23 bis 35% Vorsprung vor der SPD, das war ja nur gelungen, weil die Studie, die simulierte Bundestagswahl, quasi eine künstliche Situation geschaffen hatte, nämlich dass die Leute die Weltratberater, Kanzlerberater sozusagen, genauso gut kennen würden wie die SPD und so weiter. Also, und nur wenn sie sie genauso gut kennen würden, dann kommen solche Ergebnisse zustande, ja. Und aber zum Beispiel die Partei des Gemeinwohls kennt ja kein Mensch, und unsere Machtstrukturen führen ja dazu, dass einfach die Masse der Wähler überhaupt keine Chance hat, sie kennenzulernen. Vor allem die Masse der Wähler erwartet ja, dass alles Wichtige von ZDF und ARD und so weiter gebracht wird. Aber genau diese tun alles dafür, neue Reformkonzepte, neue Parteien zu verschweigen. Ja, das wird ja alles vom System erfolgreich unterbunden, ohne dass sich da irgendeiner der Schuld bewusst ist. Die haben alle irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, dass all die neuen Konzepte ja sowieso nichts taugen würden und so weiter, ja, und damit rechtfertigen sie, dass sie überhaupt nichts Neues mehr zur Diskussion, also überhaupt nichts Neues mehr zur Diskussion zulassen. Ja, ja, ich versuche jetzt mal sozusagen, bevor wir nachher auf die Grünen und Greenpeace noch eingehen, Ihnen mal so ein bisschen zu schildern, warum ich mein ganzes Leben für die Erforschung auch der Gemeinwohlwirtschaft und so weiter geopfert habe, warum mir das so wichtig ist. Ja, eben weil wir alle ja
nie gelebt haben. Ne? Also, diese Bilder hier, ach so, das sind nochmal unsere Fotos so vom, ah ja, das haben wir hier, ach so. Ja, also, dieses Bild hier zum Beispiel erinnert uns daran, dass wir einfach eigentlich Kommunentiere sind. Also die ganze Analyse der Evolution der letzten 13,8 Milliarden Jahre des Universums und dann besonders der letzten 13,8 Millionen Jahre, wie hat er ergeben, dass wir Menschen, dass es ganz viele Hinweise gibt, die natürlich von der Pseudowissenschaft der Universitäten und den konservativen Professoren, die dieses teuflische marktwirtschaftlich, also das jetzige System ist ja eine Mischung aus teuflischer Marktwirtschaft und teuflischen pseudokommunistischen, pseudoplanwirtschaftlichen Teilelementen. Und dieser Wahnsinn, dieses teuflische System, das finden die ja so toll, dass die eben dann auch die Wahrheit in der Wissenschaft verschweigen. Na, so Leute, es gibt Professor Friedemann Schrenk, macht wenigstens Andeutungen, dass wir Menschen offensichtlich ein ganz anderes Sozialsystem haben, als man so dachte und so weiter, weil seit dem Verlust der Eckzähne wir ja auf nicht mehr auf Rivalenkampf, sondern möglicherweise, aber das sagt er dann schon nicht mehr, auf Gruppenliebe geeicht sind und so weiter, auf Gruppenehe geeicht sind, ne? Ja, und das heißt, die zum Beispiel die Bonobo-Forschung hat eindeutige Hinweise geliefert, dass wir eigentlich urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Tiere sind, ja. Und da gilt eben das folgende Naturgesetz, ich deute es nur kurz an, nämlich ganz einfach. Entweder sie leben als Tier die artgerechte Lebensweise oder sie können das Glück vergessen. Sie können niemals glücklich werden, weil sie können dann nur noch Suchtmittel, sie können nur noch ersatzbefriedigend zu sich nehmen, die aber niemals die gleiche Qualität erreichen werden wie ein Leben in der Kommune. In der Kommune, mit der Gruppenehe. Ne? Und das ist halt das Problem dabei. Zum Beispiel können sie sicherlich mit sauberem, guten Heroin bestimmt Glücksgefühle erreichen, die vielleicht sogar noch nicht einmal in der Glückskommune möglich sind. Aber sie leben meistens nicht besonders lange mit dem Heroin und so weiter. Und sie sind auch eigentlich gar nicht in der Natur, wären sie mit dem Heroin gar nicht überlebensfähig, weil sie sofort jedes Raubtier wegfressen würde, ja. Und also das heißt, mit Heroin können sie kurz Glücksmomente haben und sterben wahrscheinlich früh. Und nur mit der superglücklichen Kommune, die dann über in der Gemeinwohlwirtschaft ja über die Hausarzt-Gesundheitskommunen entsteht. Ja, wenn ihr Hausarzt nur noch dann Geld bekommt, wenn es ihm gelingt, sie glücklicher zu machen, als es allen anderen Praxen gelingt, also oder mindestens genauso glücklich zu machen, wie es den anderen Top-Praxen und Praxisteams geht. Also wenn die teamleitenden Praxisleiter, ja, sozusagen, was werden die tun? Die werden nicht nur sie verwöhnen mit einem kostenlosen Kursangebot von Ernährungs-, Tanz-, Sport-, Singen-, Tanzen-, Musizieren-Kursen und so weiter. Mit allem, was Spaß macht, was die Menschen zueinander bringt, was die Menschen aus der Einsamkeit rausholt und alles kostenlos auf Krankenkassenkosten, also auf Kosten des Krankenversicherungsbeitrages, denn der Arzt kriegt nur noch sein Geld, wenn sie nach Möglichkeit nie krank werden, ne? Und weil sie so glücklich sind und dass sie auch keine Süchte, dass sie die Süchte nach und nach verlieren und so weiter. Ja, und das ist Gemeinwohlwirtschaft, ja. Das heißt, der Arzt wird von sich aus, der wird immer wieder ansprechen, wollen Sie nicht mal versuchen, in so einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft oder in so einer
superglücklichen Kommune zu leben und so weiter, weil sie dort so glücklich sind, dass sie dann viele Süchte gar nicht mehr brauchen, Zigaretten nicht mehr brauchen, Alkohol nicht mehr brauchen, Süßigkeiten nicht mehr brauchen. Das vergessen sie dann einfach, weil sie so glücklich sind. Und das ist ein völlig anderes Leben als jetzt, als einsamer, kaufsüchtiger Single mit einem zerstörten Leben. Ja, und wenn sie dann sich vorstellen, dass sie dann mit sie dann vielleicht auch durchschnittlich 12-mal am Tag Sex haben und irgendwie so befriedigt sind, dass sie sie manchmal gar keine Lust auf Sex haben, weil sie viel zu viel haben und so weiter. Das ist genau das Gegenteil vom jetzigen Leben, oder? Schauen Sie nicht auch traurig wie die Rolling Stones? I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sagen, also ich sehe die Mädchen vorbeilaufen, gekleidet in ihren Sommerkleidchen. Ich muss meinen Kopf wegwenden, bis meine Dunkelheit wieder geht. Also bis die Depression wieder geht. Geht es Ihnen nicht so? Ja, dann sind Sie schon so, wahrscheinlich schon so zerstört als Mensch und schon so zerstört, dass Sie überhaupt nichts mehr empfinden. Ne? Und zum Beispiel als Frauen, können Sie noch Frauen sexy finden? Frauen sind von Natur aus, sprechen alle Hinweise dafür, total bisexuell. Können Sie guten Sex haben mit Frauen oder empfinden Sie da gar nichts, weil Ihnen alles verboten wurde? Weil Sie zerstört sind? Weil Sie alle Ihre natürlichen Bedürfnisse schon längst in den Mülleimer geschmissen haben, weil man Ihnen ständig gesagt hat, dass Sie das alles nicht dürfen und dass das alles schlecht ist? Ja, also insofern, ja, was kann ich sagen, ja, also Gemeinwohl, dieser Bereich, Gemeinwohl, Ökonomie, Gemeinwohl, Wirtschaft ist eben, das macht unser Leben verglichen mit dem bisherigen Dahinvegetieren, ja, ich würde sagen, tausendmal glücklicher und dafür habe ich dann mein Leben geopfert. Ich habe das übrigens geopfert, weil ich egoistisch bin. Ich habe es nicht geopfert, weil ich selbstlos bin oder weil ich irgendwie wirklich diese hohen, diese Identifikation mit dem Ganzen und weil ich wirklich selbstloses Schenken praktizieren würde. Nein, bei meinem Schenken ist so, wie es bei einem Bonobos ist, immer schön egoistisch. Ich bin knallharter Egoist. Ich will, dass Sie alle total glücklich, gesund und lange leben können, damit ich mit Ihnen glücklich und gesund lange, so lange wie möglich viel Spaß und guten Sex haben kann. Denn wie kann ich guten Sex mit jemandem haben, der todunglücklich ist oder krank ist oder körperlich zerstört ist? Schauen Sie sich doch auf den Straßen all die zerstörten Monster durch die Marktwirtschaft zerstört. Und durch den Pseudokommunismus und die pseudoplanwirtschaftlichen Konzepte zerstörten Menschen an. Schauen Sie sich doch die ganzen Wracks an, die auf unseren Straßen dahinschleichen und so weiter. Wollen Sie mit denen Sex haben? Ich nicht. Ich bin reiner, knallharter Egoist. Ich will sie so gesund wie möglich haben, weil ich sie als Frau nur eine hübsche, knackige Frau im Bett haben will und nicht so was Krankes, Zerstörtes und so weiter. Das ist reiner Egoismus. Und deswegen, also wie gesagt, googeln Sie sofort nach der Partei des Gemeinwohls. Unter diesem Video finden Sie natürlich auch den Link dazu. Und wenn Sie googeln Partei des Gemeinwohls PDG, müssen Sie eingeben. Ja, hier fehlt das Schild noch. Und ja, das ist nochmal die Evolution der letzten Milliarden Jahre und Millionen Jahre, ja. Also, wenn man alles, was da an Informationen es gibt, ohne zu sagen, ach, die Marktwirtschaft ist doch die beste Gesellschaft aller Zeiten und das ist die beste aller möglichen Welten, ja, wenn man diese Verzerrungsbrille nicht hat, wie all die Pseudowissenschaftler unserer Universitäten, ja, dann
eigentlich ganz klar, dass hier alles nicht stimmt, dass die Marktwirtschaft eine teuflische Weltkrankheit ist, eine Weltseuche ist, ja. Ja, und wie gesagt, wir haben ja möglicherweise schon in den letzten 40.000 Jahren 150 Milliliter Gehirnsubstanz verloren. Wir werden immer dümmer, die Menschen werden immer dümmer und werden immer weniger, kommen immer weniger in die Lage, das zu durchschauen. Ja, also wie stelle ich mir das Leben in der... Ich gucke gerade noch, ob ich ein wichtiges Bild noch für Sie habe. Ja, also noch einmal hier. Na, was ist da so? Das weigert sich ja so richtig hier. Also, das ist die Diktatur der Spaten. Da gibt es demnächst die erste Sendung mit so einem ähnlichen Bild ausgefüllt, wenn auch nicht schön, aber selten, mit den verschiedenen Spaten. Da werde ich dann nochmal auf die Spaten eingehen. Aber es ist das nicht... durch die Diktatur der Spaten, jede einzelne Sparte, alle Sparten, hier die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, da komme ich ja gleich noch auf Greenpeace und die Grünen und so weiter, ja, all diese Sparten senden alle eine massenhafte Gehirnwäsche, Propaganda und Manipulation in Form von vorteilbringenden Irrtümern an ihre Köpfe aus und das ab dem ersten Tag der Geburt und so, dass sie dann sagen, ach ja, mein Dahinvegetieren ist das Beste aller möglichen Leben. Ich will gar nichts anderes. Ich bin doch total zufrieden. Ist doch alles super. Alles super. Ja gut, 60 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, das können wir gern wiederholen. Ich finde ja sowieso alles super und so weiter, ja. Und ja, und es ist alles super. All die unzähligen Selbstmorde, übergewichtigen Krebstoten, all das, finde ich alles super. Finde ich alles super. Ist doch alles die beste aller möglichen Welten, ja. Ja, und hier diese Weltsozialsparten oder NGOs. Da ist es also nochmal so hier, die Grünen und die Greenpeace, das ist wohl ziemlich parallel. Anfangs waren die wohl ernsthaft vielleicht auch mal Idealisten, die die Umwelt retten wollten. Heute sind sie eigentlich, heute geht es eigentlich nur noch darum, Spenden zu erschleichen für die Vortäuschung. Man täte was für die Umwelt. In Wahrheit verhindert man Umweltschutz, um weiter Spenden erschleichen zu können. Ja, also ich habe gerade, glaube ich, gestern oder heute mit Greenpeace-Leuten gesprochen. Sie finden niemanden, der desinteressierter an einer Lösung der Umweltprobleme ist, als diese Leute, denn die leben von den Spenden. Die leben davon, dass sie den Leuten sagen, oh, guckt mal, die Umwelt ist immer noch so gefährdet, spendet an Greenpeace, sonst geht all die Welt unter und so weiter. Und es geht nur noch darum. Das ist ein kapitalistischer Konzern geworden. Genauso haben sich die Grünen umgedreht und bei denen geht es nur noch darum, Parteispenden wahrscheinlich zu bekommen von den Konzernen. Ja, also das heißt, das ist eine ganz parallele Entwicklung. Den einen geht es nur noch darum, Spenden von den Bürgern abzuzocken und die anderen geht es nur noch darum, Spenden von den Konzernen abzuzocken und so weiter. Das ist einfach, das ist das, was dieses teuflische System aus allem macht. Ne? Nur aus einem wird sie es nie machen, aus dem Weltrat, den Next Scientists for Future und der Partei des Gemeinwohls wird es niemals geschehen. Dort wird das niemals geschehen. Warum? Ja, warum? 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 Ja, weil hier letztendlich der Weltrat im Aufsichtsrat sitzt, der Partei, im moralisch-ethischen Aufsichtsrat, im ethisch-moralischen Aufsichtsrat und dort dafür gesorgt wird, dass es eben keine Möglichkeit gibt, dass diese Partei jemals korrumpiert wird. Ach so, übrigens, mit der Gemeinwohlwirtschaft haben sie natürlich auch noch ca. 700 Euro netto monatlich als arbeitende Person, als arbeitende Menschen zusätzlich im Geldbeutel. Also auch, es wird also unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit, unsere Langlebigkeit
und unser Wohlstand wird besser. Und ganz einfach dadurch, dass wir nicht eher ruhen, als dass wir messen, ob ein Supermarktleiter seine Kunden durchschnittlich eher vergiftet oder deren Leben besser macht. Das messen wir. Wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dann entweder der Supermarktleiter tut uns Gutes oder er geht pleite. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Entweder unser Arzt ist gut dabei, Krankheiten zu verhindern, oder er geht pleite. Ich zeige das jetzt nochmal hier beim Mitgliedsantrag. Demnächst wird es ja auch... Ach so, wir haben ja gar keine Verbindung. Ja, geht ja gar nicht. Ich habe ja hier jetzt gar kein Internet gerade bei der Aufnahme. Ja, also von daher würde ich jetzt sagen, diese Partei, die kompetente Partei, ist die durch den ethisch-moralischen Aufsichtsrat, ist sie geschützt davor, korrumpiert zu werden. Ne? Denn das einzelne Mitglied, auch die Vorstandsmitglieder, haben im Prinzip nichts zu sagen, außer ihre Inspirationen einzugeben, ihre freien Argumente, ihre guten Argumente für Verbesserungen des Parteiprogramms einzubringen. Aber letztendlich entscheidet über eine Abänderung des Parteiprogramms, da kann man erstmal so einen kostenlosen Versuchsballon bei Open Petition starten, und dann muss es eben, allerdings setzt das natürlich bestimmte Gelder voraus, muss es repräsentative Wählerstichproben müssen herangezogen werden, zum Beispiel von Allensbach, dem renommiertesten Wahlforschungsinstitut. Und wenn dann die Mehrheit der Wähler sagt, sie will das und das anderes haben, als es im, auch nach Hörung aller Argumente, die Studien würden so laufen, dass die Wähler die entscheidenden Argumente pro und contra hören würden, und wenn sie sich dann für etwas anderes entscheiden, als zum Beispiel hier im Programm steht, oder für sogar vielleicht sogar gegen die Gemeinwohlwirtschaft entscheiden würden, dann ist das okay, aber sonst nicht. Also dieses Parteiprogramm verändern letztendlich nur repräsentative Wählerstichproben, damit also die echte Basis der Gesellschaft und nicht irgendwelche spinnerten Parteimitglieder, die irgendwie irgendwelche wirren Gedanken haben. Ja, ich erinnere an die Partei, die Basis, die, ich kann heute nur noch sagen, ja, wahrscheinlich ist die Basis einfach unterwandert worden von der gemeingefährlichen Rudolf-Steiner-Sekte, dieser gemeingefährlichen Esoterik-Rudolf-Steiner-Sekte, und dann auch von Verschwörungstheoretikern unterwandert worden, und deswegen ist sie kaputt, und da kommt nichts mehr. Das ist eine wandelnde Leiche. Ne? Ja. Ja, also ich kann nur sagen, ich bin ganz sicher, nach so vielen Jahrzehnten der Spitzenwissenschaft, dass wir alle im Moment nur dahin vegetieren und dahin siechen. Und ich bin so egoistisch, dass ich unbedingt noch erleben möchte, dass Sie alle kerngesund und glücklich leben dürfen, weil ich dann mit Ihnen kerngesund und total glücklich leben darf. Und ich bin auch so weit Egoist, dass, wenn Sie dann alle erkennen, was der Weltrat und die Next Scientists for Future und mein Lebenswerk dazu beigetragen haben, dass Sie jetzt so total glücklich sind, dass ich dann vielleicht auch den ganz tollen Sex in der Kommune habe. Ich bin also reiner Egoist. Seien Sie es auch. Hören Sie auf, dahin zu vegetieren, und fangen Sie an, für Ihr Glück zu kämpfen. Und werden Sie aktiv, denn wir haben ja, wir müssen ja die Öffentlichkeitsunterdrückung von neuen Parteien durch die großen Medien letztendlich umgehen. Wir müssen es ja irgendwie schaffen, bekannt zu werden, auch wenn alle Medien
alles dafür tun, neue Reformideen, neue Konzepte wie die Gemeinwohlwirtschaft und so weiter möglichst wenig bekannt zu machen. Das ZDF hat mal ein paar Worte zugelassen über die Gemeinwohlökonomie. Allerdings, das ist aber auch wiederum die problematischste Variante der Gemeinwohlwirtschaft, die unausgereifteste. Naja gut, ja, also dann sag ich mal Tschüssi, bis bald für heute.